Ist es fair oder ist es nicht fair, dass Beamte eine dreifache Rente bekommen im Vergleich zu einem normalen Arbeitnehmer? Ich weiß gar nicht, was Sie da vergleichen, denn der Beamte und der normale Arbeitnehmer, das ist nicht vergleichbar. Ein Polizist oder jemand in der Justizvollzugsanstalt. Die Durchschnittsrente liegt bei 900 Euro. Aber wenn Sie vergleichen, was zum Beispiel ein Polizist leistet oder wenn Sie vergleichen, was eine Lehrerin leistet, die beamtet ist, oder wenn Sie vergleichen, jemand in der Justizvollzugsanstalt, dann müssen Sie das mit einem Angestellten vergleichen, der ein ähnliches Ausbildungsniveau hat und eine ähnliche Arbeit macht. Und Sie sagen, die Arbeitnehmer sind nicht so gut ausgebildet. Und der zweite Punkt, der nochmal wichtig ist, wenn man immer sagt, alle in die gesetzliche Rentenversicherung, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Wenn alle in die gesetzliche Rentenversicherung kommen, dann erwerben die alle auch Ansprüche. Das heißt, dann muss die junge Generation später umso mehr für die gesetzliche Rente einzahlen. Und diese Rechnung geht nicht auf.